Geehrtes Publikum, in wenigen Minuten beginnt unsere Rittershow. Bitte achten Sie darauf, dass zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Kinder und Hunde auf das Turnierfeld laufen. Beachten Sie bitte auch, dass keine Personen unter der Turnierbahnabsperrung sitzen. Und jetzt viel Spaß mit der Show. Ereignete sich ein Turnier, welches nicht mit rechten Dingen vonstatten ging. Eine Prinzessin verflucht durch ein magisches Schwert, ein Prinz im Kampf gegen das Böse, eine niederträchtige Hexe, ein gutmütiger Zauberer. Doch, Freunde, lasst mich von vorne beginnen und euch eine Geschichte erzählen, welche sich genau hier vor vielen, vielen Jahren zugetragen haben soll. In einem alten, versiegelten Zauberbuch, welches nie wieder geöffnet werden sollte, war ein Geheimnis niedergeschrieben. Die Formel für das ewige Leben. Diese besagt, dass die Unsterblichkeit nur dadurch erreicht werden könne, indem es gelingt, eine reine Seele umzukehren und dazu zu bringen, das zu vernichten, was sie am meisten liebt. Dieses Zauberbuch konnte durch die dunkle Magie der Hexe Arcana geöffnet werden, welche nun mit allen Mitteln versucht, das ewige Leben zu beschwören. Doch kehren wir an den Anfang zurück, denn alles begann bei einem Ausritt der Prinzessin im königlichen Rosengarten. Sprecht sie an? Nein, sprecht ihr sie an! Seid gegrüßt! Was führt so eine wunderschöne Prinzessin an so einem wunderschönen Tag in diesem wunderschönen Garten? Dürfte ich euch bei eurem Ausritt begleiten? Wenn ihr ein Minnesänger wärt, dann würde ich darüber nachdenken, meinen Beruf zu wechseln. Hört her, ich zeige euch, wie es geht. Prinzessin, eure Eltern müssen Diebe gewesen sein. Sie haben dem Himmel die zwei schönsten Sterne gestohlen und eure Augen daraus geformt. Also mit dem Spruch lockst du keine Maus hinterm Ofen vor. Der ist schon so alt. Nun, meine werten Herren, wie ich höre, seid ihr keine Männer der großen Worte.
Aber vielleicht seid ihr ja Männer der großen Taten. Wer von euch beiden mir die schönste Rose pflückt, der darf mich auf meinem Ausritt begleiten. Prinzessin, das ist für mich ein Kinderspiel. Zeigt mal, was ihr könnt. Wir werden ja sehen, wer von uns beiden der Bessere ist. Glückstag zu sein, denn ihr, Prinz Georg, seid auch hier. Und somit kann das Ritual auf der Stelle vollzogen werden. Was für ein Ritual? Was wollt ihr? Ich will ihre Seele und euer Leben. Verschont sie und nehmt nur mich. Wie ich schon sagte, ich brauche ihre Seele und euer Leben. Allein nützt ihr mir nichts, Georg. Dann nehmt meine Seele. Eure Seele hätte ich so oder so genommen, denn ihr seid zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Ihr macht euch sicher gut in meiner dunklen Armee. Und nun, Ritter Hagen, nutzt das magische Schwert zu unserem Zwecke. Prinzessin, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Prinzessin, tut es nicht. Was ist los mit euch? Thank you.
gemacht, mein Prinz. Ich bin Dodak der Zauberer. Und ich fand euch hier sterbend am Boden. Ihr seid mit einer giftigen Klinge verwundet worden. Es war die Prinzessin. Die Prinzessin? Seid ihr euch sicher? Ja, aber sie war nicht sie selbst. Sie stand unter einem Bann der Hexe Arcana, die ein Ritual vollziehen wollte. Das Ritual der Unsterblichkeit. Eine reine Seele umzukehren und sie dazu zu bringen, das zu vernichten, was sie am meisten liebt. Doch ihr seid am Leben. Und somit ist das Ritual noch nicht vollzogen. Das Schicksal meint es gut mit uns. Aber die Zeit drängt. Ich werde euch helfen, die Prinzessin zu befreien. Folgt mir. Sag mir, Lodak, wie soll ich es alleine mit Arcana und ihrer dunklen Armee aufnehmen? Immer mit der Ruhe. Lass das meine Sorge sein. Ich hab da schon eine Idee. Ich stelle euch die zwei tapfersten Ritter der Geschichte zur Seite. Und jetzt schweigt, ich muss mich konzentrieren. Mornie! Ortulie! Mornie! Alantie! Ludwig von Augsburg und Adriana von Würzburg. Diese zwei tapferen Ritter werden an eurer Seite kämpfen, um eure Prinzessin aus dem bösen Fängen der Hexe Arcana zu befreien. Danke, bin ich zu früh, mein Prinz. Wir haben noch viel zu tun und einen weiten Weg vor uns. Kommt, folgt uns. Bibidi! Babidi! Buu! Unsere Reise war mehr als erfolgreich. Nun steht im Ritual, welches nur euch zuteil werden darf, nichts mehr im Wege. Wie recht ihr habt, Ritter Hagen. Das Ritual der Unsterblichkeit wird mir unbeschreibliche Macht verleihen. Auch euch als meinem treuen Diener wird diese Macht zuteil. Wir haben nun die reine Seele der Prinzessin und den Tod ihres Geliebten. Alles, was ich nun tun muss, ist, den Zauber zu vollziehen. Luxet umbra venit! Spart euch euren kläglichen Versuch, das Ritual zu vollziehen, Arcana. Eure Versuche werden fruchtlos sein, denn ihr habt eins nicht bedacht. Lodak, mein alter Freund, es scheint, als hätten eure Zaubertränke euren Geist vernebelt. Wie könnt ihr es wagen, mich und meine Macht in Frage zu stellen? Mir scheint, als würde eure blinde Arroganz euch Fehler erlauben. Denn euer Fehler war es, den Tod des Prinzen nicht auf die Probe zu stellen. Das ist nicht möglich. Niemand überlebt solch einen tödlichen Stich. Doch, ich habe ihn überlebt. Und nun fordere ich Prinzessin Sophia und meinen treuen Freund Dietrich aus euren dunklen und boshaften Fängen zurück. Wie töricht von euch zu glauben, dass diese beiden Seelen meinem dunklen Reich nicht schon längst verfallen sind. Aber, mein edler Prinz, überzeugt euch selbst. Sophia, Dietrich, welch Glück, euch beide lebend zu wissen. Kommt, lasst uns gehen. Seht ihr, sie sind jetzt unser. Aber ich unterbreite euch ein verlockendes Angebot. Solltet ihr eure Prinzessin und Dietrich in Freiheit wissen wollen, so müsst ihr in einem Turnier gegen sie antreten. Gelingt es euch, das Turnier zu gewinnen, lasse ich sie frei. Gelingt es euch nicht, so wird euch die Freude meines Dolches ein zweites Mal zuteil.
Ein zweites Mal überlebt ihr den Dolch nicht, Georg. Dafür werde ich sorgen. Nehmt ihr an. So sei es. Nun gut, bereitet den Plan für das Turnier. Und euch, Lodak, wird die Ehre zuteil, das Volk durch das Turnier zu führen. Aber ich rate euch, haltet euren Zauber im Zaum, sonst werde ich euch auf der Stelle verwandeln. Ein Leben als Frosch oder Wurm würde euch gut zu Gesicht stehen. Bibbidi babbidi buh. Volk von Thor, ihr habt es gehört. Hag und Akana fordern ein Turnier. Wollt ihr auch ein Turnier? Ich kann euch nicht hören, ich frage nochmal. Wollt ihr ein Turnier? Dann soll es so sein. Denn bei diesem Turnier geht es um weitaus mehr als Macht oder Reichtum. Es geht um die Seele und das Leben von Prinzessin Sophia. Dies ist nicht das erste Königreich, was die böse Hexe Akana unterjocht. Nein, es waren schon einige. Und soll diese heute Erfolg haben, werden viele weitere dieses Schicksal teilen. Wollt ihr das etwa? Ja, ihr vielleicht, aber wir nicht. Doch bevor wir beginnen, weise ich ein wenig auf die Gepflogenheiten des Mittelalters hin. Wenn ein Ritter mutig und tapfer kämpft, dann belohnt ihn. Mit einem lauten Handgeklapper, in eurer Sprache Applaus. Lasst hören euren Applaus. Freunde, Freunde, ihr seid im Mittelalter und ihr werdet gejubelt. Sehr gut. Doch aufgepasst, ist ja feige. Kämpft unfair, pöbelt euch an oder rennt vielleicht noch davon. Müsst ihr ihn sofort bestrafen. Mit einem lauten Puh. Und ich glaube, das könnt ihr noch viel besser. Alle gemeinsam ein lautes. Ich meinte natürlich ein lautes. Nun seid ihr bereit für das Turnier. Gute Seite, kommen wir gleich zu euch, zu euren Streitern, zu euren Helden, zu euren Rittern. Wollt ihr sie sehen? Ich kann euch nicht hören. Wollt ihr sie sehen? Worauf wartet ihr? Applaus und Jubel. Öffnet die Tore, lasst sie hinein und jubelt ihnen zu. Das sind eure Ritter, die kämpfen nur für euch. Jubel! Ritter von Dorn, holt euch euren Jubel und euren Applaus. Wenn ihr Mut so laut ihr wollt, die gute Seite wird immer lauter sein. Zeigt sie! Ja! In der Kontur nehmt eure Plätze ein. Gute Seite, für euch kämpft Ludwig von Augsburg. Adriana von Würzburg. Und jetzt will ich alle hören, dass so richtig die Sau aus für euren Favorit, denn es ist kein anderer als Prinz Georg von Schrumpfeder! Ja, gute Seite, das sind sie, eure Streiter. Kommen wir nun zur bösen Seite. Wo sind sie denn? Eure Helden. Ich kann niemanden sehen, haben sie schon die Hosen voll, bevor es angefangen hat? Eure Arkane und eure Haken. Könnt ihr jemanden sehen? Nein. Anscheinend kommt auch niemand. Oh, das Tor geht auf. Wer kommt denn da? Akana, gut sie aus! Und nun präsentiere ich euch meine Streiter. Jubel und Applaus für Prinzessin Sophia. Dietrich von Gelder. Und Hagen von Dresden. Und jetzt jubeln. Gute Seite, gut sie aus, ihr habt es verdient. Jubel, ihr faules Hack!
Arcana, ihr habt vollkommen recht, das ist kein Jubel. Gute Seite, zeigt ihr, wie gejubelt wird! Das ist Jubel. Nun, Ritter von Turm, sind wir vollzählig. Haltet euch an die Regularien des Turniers, kämpft tapfer, aber fair. Der Beste von euch, der möge gewinnen. Reitet noch eine Runde zu Ende des Volkes und nehmt eure Plätze ein. Und ihr jubelt euren Rittern zu, ihr seid im Mittelalter, lasst endlich die Sau ausbauen, stürmt ihr das! Arcana! Dritte Seite! Applaus und Jubel für eure Ritter! Jetzt gute Seite, zeigt ihr mal, wie laut ihr buhen könnt! Buht sie auf! Nehmt eure Plätze ein! Ich präsentiere euch eure Gitarre, Applaus und Jubel, lasst die Sau raus! Nun, wo auf lange warten, starten wir gleich mit der ersten Disziplin. Eine Kombination aus zwei verschiedenen Disziplinen. Als erstes müssen die Ritter in vollen Galopp mit einem Schwert zwei Holzköpfe hinunterschlagen. Für jeden Holzkopf gibt es einen Oculus, einen Punkt. Dann geht es weiter zu den Ringen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Ringe immer kleiner werden. Pro Ring gibt es wiederum einen Punkt und einen Oculus. Insgesamt können unsere Ritter bei dieser Disziplin 6 Punkte, 6 Oculi erreichen. Und der erste Streiter, der jetzt Jubel bekommt von der guten Seite, ist kein anderer als Ludwig. Los, Ludwig, zeig sie! Hut ihn auf! Und anfeuern! 2, sehr gut, Ludwig. Und jetzt wird mitgezählt, gute Seite, so laut ihr könnt. 1, 2, 3, 4. Gute Kopfnehmer. 6 Punkte. Applaus für Ludwig, besser geht's gar nicht. Der nächste Streiter für die böse Seite, ihr seid zu leise. Dietrich. Jubel für Dietrich. Ist das alles Jubel? Glück. 1 und den zweiten schafft er auch noch. Oh. Jubel! Gut gemacht, Dietrich. Und jetzt, gute Seite, kommt eine Lady. Sie zeigt euch, wie es geht. Adriana, zeigt sie nun her. Hört euch euren Jubel. Anfeuern. Hey, das ist ein schneller Ritt. Wow, sehr gut. Und die Ringe mitzählen, ganz laut. 1, 2, 3, 2. Das war schnell und präzise. Applaus für Adriana. Sehr gut, Lady Adriana. Kommen wir gleich zur nächsten Lady. Unsere Prinzessin Sophia. Applaus für Sophia. Jubel. Bereit? Los! 1, 2, 3. Oh. Jubel! Langweilig. 1. Jubel für die Prinzessin! Gut gemacht, Prinzessin!
Arcana, ich habe euch schon mal gesagt, das ist kein Jubel. Ich zeige euch jetzt Jubel. Georg, seid ihr bereit? Holt euch euren Jubel und euren Applaus mit mir. Jubel seid ihr schon alle, los. Ja, und nun zu den Ringen. Mit 10, gute Seite. Ich will jeden Ring hören. Und 1, 2, 3, 4. So, Leute, ein echter Prinz. Applaus und Jubel für dir. Und jetzt jubelt ihr faules Pack, ihr faules. Macht eure Zähne auseinander, ihr Sackpfeifen. Jetzt kommt der Beste. Der Beste. Das habe ich schon aufgehört. Putin aus, den Besten. Ja, das ist nur für den Besten. Schnauze, ihr hässlichen Köpfe. Ja, da, er ist schwerhörig. Er ist auch schon älter. Abfeuer! 1, 2. Nur die Ringe, ich glaube nicht, dass er sie schafft. Hagen, Hagen, Hagen. Sackpfeifen hier. Warum beleidigt er das Volk? Putin aus! Ihr habt den anders verdient. Hagen? Was? Ihr stolziert hier rum, als hättet ihr schon gewonnen? Hab ich auch. Glaubt ihr das auch? Großer Haken von Dresden. Ja. Wir haben noch viel mehr Disziplin auf Lager für euch. Ihr werdet euch wundern. Also, ich bitte euch. Reitet auf euer Platz. Loder! Wollt ihr aufgeben? Das wäre der beste Zeitpunkt. Scheiß auf die Disziplin! Oh, was wollt ihr? Ich fordere nun den Kiosk. Oh. Mann gegen Mann. Hoch zu Horst mit der Lanze. Den Kiosk? Und dann werde ich diese Sackpfeifen dort so aus den Sattel stoßen, dass sie sich wünschen, niemals geworden zu sein. Oh. Jetzt nicht so blöd. Georg, große Worte. Was vom großen Haken? Fragen wir das Volk, Volk von Thorn, ich frage euch, wollt ihr den Just? Ja! Das war mir zu leise, wollt ihr den Landsentgang? Ja! Ja, nun, liegt es allein an euch, nehmt ihr an? Na klar, nehmt ihr an, wir haben keine Angst, Applaus hier, Georg! Jetzt wird sich zeigen, wer der Beste ist. Georg, jetzt gibt es ein paar an die Schnauze, ihr werdet das Kind noch vergehen, du Lackasse. Oh, Applaus hier, Georg! Jubel für Hagen! Hakuna Matata! Ariel! Nun, Volk von Thorn, ihr habt es gehört. Hagen fordert den Kiosk den Lanzengang, die gefährlichste seiner Disziplin. Die Ritter müssen versuchen, den Vollgalopp ihr Gegner mit der langen Lanze aus dem Sattel zu heben. Geht er zu Boden, habt ihr die Möglichkeit, bis zum bitteren Ende weiterzukämpfen. Ritter von Thorn, rüstet euch mit Helm, Schild und Lanze. Willkommen zum Kiosk. Der Höhepunkt eines jeden Turniers und er wird gejubelt. Und zwar so laut ihr könnt, lasst die Sau raus! Hagen, wer soll der Erste sein? Dietrich, der Pinkelpritz gehört dir. Dietrich gegen Georg, gute Seite, lasst die Sau raus für Georg! Kreuz eure Lanzen, den Platz am Ende der Stechbahn. Gute Seite, ich will jetzt alle hören. Georg! Da liegt euer Dietrich! Oh, ich gehe wieder auf. Ja, das ist Applaus für Georg! Oh, der scheint sauer zu sein, der Dietrich. Er fordert euch zum Bodenkampf, Georg. Nehmt ihr an? Natürlich nehmen wir einen Applaus für Georg! Wählt eure Waffen, aber wählt sie weise. Dietrich, jetzt mach ihn am Boden nieder. Und solltest du versagen, schneide ich dir deinen hässlichen, verlausten Bart ab. Oh, der Bart ist ab. Schnauze denn. Oh, die Axt, sehr gute Wahl. Jubel für Dietrich! Georg, bedient euch. Das ist doch kein Jubel. Gute Seite, zeigt ihr, wie gejubelt wird. Das ist Jubel. Ja. Dietrich, Dietrich.
rüber, Leute! Ich will euch alle hören! Geh ab, geh ab, geh ab! Dietrich, hau jetzt die Rübe runter! Kommt schon, Georg! Wo seid ihr? Für Georg! Ja! Geh ab! Ja, Georg, sehr gut! Und los, gib mir den Rest! Dietrich! Dietrich! Geh ab! Geh ab! Ja, Georg! Halt, Georg! Er geht auf! Applaus und Jubel für Georg! Sehr gut! Tja, Hagen von Dresden. Der Schweiß steht auf der Stirn. Ja. Ist das vor Angst? Ein wenig. Nun, wer soll der Nächste sein? Ludwig, du bist der Nächste. Der Nächste, Just. Ludwig gegen Hagen, wo seid ihr, gute Seite für Ludwig? Schön, Ludwig. Schrecklich. Genau so, alle! Hagen! Ludwig, halt runter! Dann können wir alle nach Hause gehen. Gute Seite für unseren Ludwig, er braucht eure Unterstützung. Schau! Nein! Jubel! Hey! Hagen, was soll das? Nein! Ja. Jubel für Hagen! Buh. Hagen! Traurig, ja? Ihr seid eine miserable Kreatur, ihr kein verbannter Boden, aber keine Waffe, erzählt ihr euch gar nicht? Nein! So was nennt sich Ritter, brüht ihn aus! Wenn ich mit denen fertig bin, komme ich zu euch. Das glaube ich nicht. Wer soll die Nächste sein? Als Nächstes Adriana gegen Prinzessin Sophia. Ja. Oh, die beiden Ladies. Applaus für Adriana. Jubel für Sophia. Adriana, ich wünsche euch viel Glück. Kreuz eure Lanzen, den Platz am Ende der Stechbahn. Adriana braucht eure Unterstützung, eure Gunst. Also los, lasst die Sau raus und feuert sie an, solange ihr könnt. Wo seid ihr? Das war ein harter Treffer für dich. Jubel! Ja, gut gemacht, Sophia. Applaus für Sophia. Und Applaus für mich. Wieso für euch? Ihr habt nicht viel getan. Doch. Aber das könnt ihr jetzt beweisen. Beim letzten alles entscheidenden Just. Ihr gegen Georg. Moment. Was heißt hier Hagen gegen Georg? Oh, es heißt Georg gegen seine geliebte Prinzessin Sophia. Das könnt ihr nicht tun. Schämt ihr euch gar nicht? Nein. Hut ihn aus, den Feigling. Man nennt das Gleichberechtigung. Er schickt die Prinzessin vor. Georg sei auf der Hut. Und jetzt stoß ihn aus dem Sattel, Prinzessin. Das glaube ich kaum. Los, alle! Geh ab, 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 Georg fordert euch zum Bodenkampf, so wie ich sehe. Also steigt ab. Wie ich schon sagte, auch im Bodenkampf. Georg gegen Sophia. Das können wir nicht tun. Kann ich. Schämt ihr euch gar nicht. Die Prinzessin Sophia? Er schickt die Prinzessin vor. Hier habt ihr das magische Schwert. Geht und tötet den Prinz. Georg, sie hat das magische Schwert, sei auf der Hut. Sophia, es ist der Prinz. Ihr seid nicht bei Sinnen. Blitzchen auf, Prinzessin. Hört. Georg möchte sie nicht verletzen. Achtung, Georg. Sophia, Sophia! Doch, Hagen, Sie haben keine Chance, Hagen, weil er sie tötet! Achtung, Georg! Hol ihn dir! Schlitz ihn auf, Sophia! Geh ab, geh ab! Komm schon, Georg! Achtung, Georg! Hagen, sie hat keine Chance! Komm schon, steigt endlich ab! Ja, Georg! Hol es zurück! Nein, zu spät! Sie ist wieder bei uns!
Danke. Sophia, geht's euch gut? Applaus für Georg, wir haben es geschafft! Tja! Ja, scheiße. Hagen von Dresden. Ihr wollt ein faires Turnier, ihr anscheinend nicht. Nun, wie sieht's aus? Steigt ihr nicht ab und kämpft selbst? Also, ich werde nicht absteigen, denn ich bin der Sieger, so einfach ist das! Da könnt ihr buhen, wie ihr wollt! Er weigert sich, das glaubt ja keiner, dass ihr der Sieger seid. Und außerdem, ihr seid in den Regeln vertraut. Und sie besagt eindeutig, ihr sollt absteigen. Nö, ist mir zu warm. Es ist zu warm? Ja. Gut, dann helft mir ein bisschen nach. Alle gemeinsam, los, ich hab's schon mal gehört. Absteigen! Absteigen! Lauter! Schnauze! Schnauze, hab ich gesagt! Er ist schwerhörig. Ist ja gut, ist ja gut. Ich werde ja absteigen, aber erst die Schnauze halten. Oh, er braucht Ruhe zum Absteigen. Ah, wo wollt ihr hin? Dreh die Kackstelle rein. Ja. Los, Blas. Oh, er steigt ab, ein kleiner Applaus, das reicht, sonst denkt ihr noch, wir mögen ihn. Na gut. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Nein. Da ich ohnehin schon der Sieger bin. Ja, ganz genau. Und obendrein noch der Allerschönste bin. Glaubt ja. Irgendjemand von ich euch, weiß. Dass er der Allerschönste ist? Hagen? Was? Einige Herren applaudieren, da habt ihr noch Chancen. Das sind meine Kobis. Kobis habt ihr auch, wo habt ihr die her? Gefunden. Ich glaube, er gibt es wunderbar bezahlt. Ja, könnte auch sein. Ja. Was hab ich? Sie hat gesagt, ich habe keine Haare. Na gut. Tja, einer, der hier Ahnung hat. Georg, ich habe für dich eine kleine, runde, haarige Überraschung. Naja, wenn es haarig ist, seid ihr es ja wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Wer soll das dann sein? Dietrich. Oh, Dietrich. Groß, rund und haarig. Und ihr habt was vergessen, furchtbar hässlich. Ja, ein bisschen. Ist aber ein ganzer feiner Kerl hier. Hey, was soll das? Dietrich. 2-1 steht gleich. Hut ihn aus! 2-1, er kämpft dich selbst! Sophia! Oh! Dietrich! Hol ihn dir! Achtung, Sophia! Feuert ihn an! Dietrich! 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 Seite, wo seid ihr? Lauter, für mir! Ich bin auf deine Wildschau! Jetzt geht's um alles! Herbschau! Georg, reiß dich zusammen! Komm schon, Georg! Ja! 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 Nein! Georg! Halt, Georg! Nutze das Schwert, hol ihn zurück! Sehr gut, Georg! Hagen! Ja! Beend er sofort! Was? Nein! Ja. Ja. Komm, Georg! Zeig sie! Hagen, nein! Das war's schon mit eurem Haken! Komm, stirb schon, es ist warm. Applaus für dir! Dietrich, bring dir den Kerker und nimm die Hexe gleich mit. Schweig, Lodert! Weg mit euch, machen! Mach langsam, ich hab Krampf. Oh, er krampft schon wieder. Sophia. Meine Teure, meine wunderschöne Prinzessin. Wie die Rosen in euren Garten einst, so sollte unsere gemeinsame Zukunft erblühen. Nun habe ich euch verloren. Für immer. Nichts könnte mich trösten, nicht einmal mehr der Gedanke daran, dass ich nun weiß, wie wahre Liebe mein Herz erfüllt. Könnte ich doch noch etwas tun, um euer bezauberndes Lächeln ein letztes Mal zu sehen. Georg, lass es mich versuchen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Georg,
Jubel! Eure Pferde. Sophia, Georg, ihr habt verdient gewonnen. Holt euch euren verdienten Jubel und euren Applaus. Wer gehört nach euch? Genießt ihn. Applaus für die beiden. Wo seid ihr? Ihr dürft alle jubeln. So, das ist offiziell. Sieger des Turniers. Zukünftiger König. Und jetzt lasst doch einmal alle gemeinsam so richtig die Sau aus. Ich will euch hören. Prinz Georg von Stürmfeder. Ja, Freunde, so nahm die Geschichte doch noch ein gutes Ende. Und da sind wir angelangt am Ende. Hat es euch gefallen? Dankeschön. Dann ein Riesenapplaus für unsere wichtigsten Leute. Ohne die läuft hier gar nichts. Und das sind unsere Knappen. Applaus für unsere Knappen. Da kommen sie. Leon, Julika, Maciek und Lukas. Dankeschön. Wollt ihr eure Ritter noch mal sehen? Applaus für das Dante Maturius. Da kommen sie. Jubel. Einen großen Applaus für unseren Valentin aus Frankreich! Für Sophia! Prinz Georg, Marek! Unsere zarte Prinzessin Lea! Der Mann mit dem schönsten Bart, der kommt niemals ab! Thomas! Und der Mann mit den wenigen Haaren, Chef des Dankomatoriums als Hagen, Marek Zinnika Jubel! Unsere Vögel Hexakana, Angela Wolter, Dankeschön. An der Technik heute Justin, gestern war es Kevin. Am Mikrofon für Sie, Lola der Zauberer, Jeffrey Mann. Dankeschön. Wir waren ein super klasse Publikum, schön, dass ihr da wart. Wir wünschen euch allen noch einen tollen Tag hier bei uns in der Lieblingsparkstoss-Tour. Euer Stuntteam Arturius. Danke, Freunde, ciao. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Viel Spaß noch. Ciao.